herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Ja, wir spielen wieder Anno 1602 nach einer kleinen Pause. Die war auch nötig, einfach um für mich den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Ich spiele ja jetzt Anno schon fast ein halbes Jahr, würde ich sagen. Gut ein halbes Jahr, ja nicht ganz, eher so fast. Also zwischen ein Dritteljahr und einem halben Jahr. Und ich persönlich finde, ja, ich wollte es einfach mal ein bisschen unterbrechen, selber den Kopf reinkriegen, ein bisschen was anderes spielen. Es zieht sich dann halt doch so ein bisschen und ich komme ja nicht immer so viel dazu zum Zocken. Das heißt, bei mir ist es Feierabend und Wochenende ist immer mal wieder, aber halt nicht permanent, weil, ne, man hat ja auch Privatleben und sowas. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich, ja, egal. Soll euch ja nicht kümmern. Wir spielen auf jeden Fall die Karte Kooperation. Und unser Auftrag lautet, euer König betraut euch erneut mit einer speziellen Mission. Ihr sollt eine südlich gelegene, ausgedehnte Kolonie übernehmen und sie an die Macht führen. Mit Diplomatie und Handel allein werdet ihr nicht die notwendigen Güter der Konkurrenten in der nördlichen Inselwelt erlangen. Um schließlich eine Stadt mit 2000 Einwohnern zu erschaffen. Zwei Drittel von ihnen sollten den Status Aristokraten erreichen. Ich habe da schon mal reingeguckt, offenbar. Das war aber schon vor Ewigkeiten. Ich würde nochmal sagen, Spiel starten und wir legen direkt los. So, und soweit ich weiß, kann man, wenn man will, hier irgendwo zu einer Insel fahren und da die Schiffe versenken. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Schon gleich. Euer Volk braucht eine Schule. Ich glaube, von den Weißen. So, also was wir als erstes mal machen ist, wo waren denn die Handelsbeziehungen? Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. So, zack, zack. Man bietet euch einen Handelsvertrag an. Zack. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Genau. So, wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal orientieren, wo wir überhaupt überall sind. Als erstes fangen wir mal mit den Schiffen an. Wir haben die Sea Witch. Okay. Und zwar ausschließlich. Und dann haben wir, was haben wir hier? Wir haben hier einfach eine Insel. Wir haben hier auch nur einfach eine Insel, die halt irgendwie vor sich hin läuft. Du kannst mal auf Idle gehen. Du erzeugst ja gerade nur Kosten, du Insel. Wie schaut es hier aus? Die erzeugt gerade auch nur Kosten. Und hier unten... Okay. So... Dann würde ich doch mal sagen, ja. So, ich versuche erstmal einen Überblick darüber zu gewinnen, wo wir eigentlich sind und was wir so treiben. So, ich würde mal die Waren ausladen, einfach erst einmal. Einfach damit wir es gemacht haben. Und wir schauen mal, was wir da an Bestand haben. Aber der Punkt ist der, dass ich halt einfach wirklich noch komplett unbefleckt bin. Was diese Stadt anbelangt, die kommt mir irgendwie bekannt vor gerade. Haben wir die nicht schon gespielt? Das kommt mir echt alles so bekannt vor. Oder war das so, dass ich da schon mal reingeguckt habe und mir angeguckt habe, welche Inseln ich übernehmen möchte? Irgendwie kommt die mir bekannt vor, aber wir haben sie noch nicht geschafft. Offenbar. Also ich glaube, ich muss noch mal in alte Folgen reingucken. Hier gibt es ja nur da eine Insel und... Da eine Insel und irgendwo von diesen Inseln müsste es ja Alkohol geben. Der Clou ist ja der, dass ich Alkohol brauche. So, momentan sieht meine Bilanz noch gut aus.
Ich bin noch ein bisschen orientierungslos und planlos, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, ich verschiebe auch gerade mal das Fenster ein bisschen. Für mich. Ihr kriegt davon nicht viel mit, genau. Einfach, ich habe es einfach auf ein anderes Fenster verschoben. Einfach für mich, damit ich ein bisschen, wie sagt man das? So, ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen raus. Ich weiß gerade noch gar nicht so genau, was ich jetzt eigentlich machen will. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was ich eigentlich alles habe. So, ihr geht mal schlafen. Weil die Anordnung von euch ist natürlich auch dämlich. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier mal ein paar Bäume ran. So, würden wir das mal machen, ne? So, und du und der, das ist natürlich super schlau gewesen. Wer auch immer das da hingebaut hat. Da wollte ich den hinmachen. Dann will ich den hier noch abreißen. So, und da hinten, da ist Sumpf. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Okay, und da oben kann ich noch Wald hinsetzen. Okay. Ole, ole. Na, dann macht der doch Konkurrent mal. Erweitert seine Flotte. Gut, mein Schiff ist schon. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Da und. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Da finde ich irgendwas. Also wir würden als erstes mal hier diese Insel erkunden. Wie gesagt, wir gehen es ja immer ein bisschen gemütlich an. Wir wachsen ja langsam und allmählich. Gesundes Wachstum. Einfach so, dass wir uns nicht übermäßig übernehmen. Wie gesagt, wir müssen uns da halt mal gucken, was wir da so treiben. Dass wir halt dieses Spiel auch wirklich bewältigen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hier gibt es zum Beispiel schon mal 100 Tabak. Das wäre ja gar nicht so blöd. Hier oben gäbe es wahrscheinlich 100 Weintrauben. Das heißt, wir könnten da sogar. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Okay, wir haben eine Feuerwehr. Das heißt, es ist alles halb so wild. Das heißt, wir könnten theoretisch wahrscheinlich sogar mit diesen kleinen Inseln uns über Wasser halten. Es ist da nicht so ergiebig, um auf diese 2000 zu kommen, aber die Konkurrenten werden diese kleinen Fitzelinseln auf keinen Fall nehmen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die sind aber auch nicht wirklich ergiebig. Kannst du mal da hingehen? So, die anderen. Wir würden ja Krieg vermeiden wollen. Wie immer. Wobei man den halt relativ fix plätten könnte, den Einser, den Weißen. Boah, habe ich das nicht schon gemacht? Das kommt mir so unglaublich bekannt vor. Ich muss mich da jetzt mal schlau machen. So. Wunderbar. Und du kannst. Okay, ihr wächst noch. Das ist auch noch in Ordnung. Bam, 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 bam. Genau, fahr du mal zu dieser Insel, bitte. Dann schauen wir mal, was ist. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Da gibt's Zuckerrohr. Das heißt, wir könnten den Zuckerrohr anbauen und roh runterfahren und dann unten veredeln. Ja, hier unten habe ich ja Kakao. Und Gewürze. Und hier hätte ich Kakao und Gewürze und Baumwolle. Baumwolle. Wolle. Hier hätten wir
Kakao, Baumwolle und Gewürze. Sprich, die Insel brauche ich eigentlich gar nicht, weil die mir zu madig ist. Und hier hätte ich Baumwolle und Gewürze. Okay. So, das heißt, ich müsste eigentlich mit den anderen Handel betreiben. Damit ich erstmal die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Und dann könnte ich den Rest da oben erobern. Hier hätten wir Weintrauben. Also es würde schon gehen, theoretisch. Dass wir ohne die anderen auskommen. Also hier darfst du hin. Natürlich nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Natürlich nicht in der Masse, wie ich das gerne hätte. So, dann würde ich mal da unten gucken und schauen. Alkohol haben wir keinen. Stoffe gehen auch eher mäh. Zwölf Tonnen. Gewürze ist okay. Nahrung ist okay. Stoffe sind eher so, naja. Die hätte ich vielleicht vorher im Auge behalten sollen. Okay, und der hat auch eine vorgelagerte Insel da oben. Dum, 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 dum. So, wir schauen vielleicht nochmal den Auftrag an. Zwei Drittel von ihnen sollen eine Status-Aristokraten haben. Aristokraten ist halt echt bitter. Das heißt, knapp 700 sollen die Aristokraten sein. Also nicht 700, 700 ist schon zu viel, aber 667. Puh, das ist ja dann lustig. So, und bisher habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht. Ich habe noch keine Baumaßnahmen ergriffen. Ich habe noch nicht... Ich habe jetzt einfach erstmal nur mich umgeschaut und meine Leute machen lassen. Und die Sache mit den Stoffen, die ist echt durchwachsen. Holz ist in Ordnung, Werkzeug ist in Ordnung. Habe ich meinen Leuten Baumaterialien entzogen? Nein, habe ich nicht. Ich habe momentan auch nur Siedler. So, das heißt, ich könnte theoretisch ein Wirtshaus machen und Schule wollen sie ja. So, momentan kriege ich ja ein bisschen Geld. Die Frage ist natürlich, wie lange ich auf dem Status hier verweilen will. Was habe ich denn hier überhaupt? Gewürze hätte ich. So, wir könnten hier theoretisch auch eine Handelsroute gleich einlegen. Nämlich hier rüber. Und hier könnte ich ja Gewürze einsammeln. So. Gewürze. Und dann können wir hier wieder hin. Und da Gewürze ausladen. Und dann würde ich sagen, go. Und dann kannst du aber auch schon produzieren, würde ich sagen, oder? Da kannst du nämlich Gewürze produzieren, Kakao produzieren und Baumwolle. Weil ich Baumwolle gerade gar nicht möchte. Hier sind wir auch bei Gewürzen. Hat ein bisschen, ja, irgendwie ist die Luft raus gerade so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich will es aber eigentlich unbedingt packen. Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie viele Missionen ich da eigentlich noch machen muss. Das wäre halt blöd, weil die nächste Mission eigentlich die Mission ist, bis zu der ich früher schon mal gespielt habe. Und danach gibt es eigentlich eh nur noch eine Mission.
Also die nächste Mission ist quasi die Mission, wenn ich es richtig gelesen habe, die mit der Piratenplage. Und die habe ich ja nicht gemacht. Und also die habe ich angefangen, aber nie zu Ende gespielt. Und die danach wäre dann noch die Mission, die dann die letzte ist.